Wir befinden uns nun in Saal 3. Gleich rechts vom Eingang an der Wand sehen Sie in der Mitte und rechts zwei Drucke. Ja, das ist wieder die praktische Ausbildung bei unserem Studium. Und zwar haben wir Scheine in gewissen Drucktechniken machen müssen. Natürlich haben wir nicht lernen müssen, wie Linolschnitt geht. Das konnten wir bereits alles. Wir sind also wesentlich tiefer eingestiegen und haben einen Tiefdruck, die Radierung als Aquatinta vollendet. Angeregt ist das Thema natürlich durch Andy Warhol, der damals die Marilyn Monroe so vielfarbig abgebildet hat, allerdings in einem Siebdruck und nicht hier wie in einem Aquatinta. Bei der Aquatinta-Technik sind, wie man auf den zwei Druckplatten auf der linken Seite sieht, verschieden tiefe Strukturen durch Kolophoniumpulver entstanden. Man beschichtet also die Zinkplatte mit Kolophoniumpulver, erhitzt es, deckt mit Lack ab und ätzt dann verschieden tiefe Stufen. Die Drucke sind also durch zwei Platten in verschiedene Formen dann getaucht. Rechts daneben ist ein Siebdruck. Da ging es auch darum, dass sich ein Student keinesfalls ein Sieb oder eine Rakel oder gar eine Beschichtungsrinne etc. leisten konnte. Wir haben also das in der Uni selber machen dürfen. Und zwar ist ein Sieb ein Flachdruck. Das heißt, ein Sieb wird teilweise beschichtet und wo er durchlässig ist, kann man mit einer Rakel die Farbe drüber ziehen und drucken. Während der Studienzeit habe ich angefangen in 3D zu arbeiten und da sind dann sehr viele Polsterbilder entstanden. Das heißt, eine Platte, aus der Kissen herausragen und die tolle Effekte ergeben. Da habe ich sehr, sehr viele Polsterbilder gebaut. Und aber beim Umzug in eine kleine Wohnung war kein Platz mehr. Und dann sind die ganz schnöde entsorgt worden? Richtig, ich habe einen Anhänger gemietet und die sind bestimmt tief, tief unterm Schuttberg in Assenzell. Das einzige Bild, das da hängt, das hat meine Frau vom Wagen runtergerettet und hat gesagt, das gehört mir, das behalte ich mir. Wenn Sie sich vom Eingang aus nach links wenden, sehen Sie auf dem Vorsprung Blätter aus einem Skizzenbuch und gleich rechts an der benachbarten Wand eine kleinformatige Arbeit. Diese Arbeiten haben einen sehr persönlichen Hintergrund. Ja, ich habe das Glück als Künstler, dass ich eigene Lebenstiefen künstlerisch verarbeiten kann. Und das habe ich zunächst mit einem Tafelbild, dessen Foto da ganz bunt an der Wand hängt, gemacht. Da sind also die körperlichen Symptome, die körperlichen Leiden meiner 7-jährigen Depression dargestellt. Es war aber so, dass ich das Bild nicht mehr ertragen konnte, denn jedes Mal, wenn ich es angesehen habe, sind die Wunden wieder aufgeplatzt. Dann habe ich so gemacht, ich habe ein Skizzenbuch genommen, das kann man immer zumachen und sieht nicht mehr, was man für Skizzen gemacht hat. Und das habe ich heuer das erste Mal für die Ausstellung wieder aufgeschlagen und das war wie ein Déjà-vu. Und habe die Skizzenblätter rausgetrennt und gerahmt und die hängen also hier und man kann die Bildergeschichte, wie es in meinem Inneren ausgesehen hat, nachvollziehen.